So, willkommen zurück zum Gothic Let's Was ist Play. Wir das denn sind schon im wieder fünften hier? Teil und wie euch vielleicht auffallen wird, Kannst du hier nichts dran ändern? habe ich die Aufnahmeoption geändert. Ich nehme jetzt nicht Ich mehr mit weiß langsam X-Split, nicht mehr, sondern was ich mit glauben Fraps soll. auf und rendere das Ganze selbst. Ich Wird hoffe, sich die das jemals Qualität und die ändern? Sound-Qualität wird dadurch Ich kann verbessert. Ihr das könnt nicht mir ein glauben. kleines Feedback geben, was sich jetzt besser ansieht Das ist doch und alles nur anhört Gerede. als zuvor. Und Ich ansonsten habe sind da wir immer meine noch auf eigene dem Meinung. Weg in der Stadt. Wir haben die Quests Sag mir nicht, du hast bekommen, das nicht gewusst. uns die eine Frau anzugucken, um sein Gold wieder zu Von mir hatte das nicht. bekommen. Was war da noch? Von mir erfährt keiner was. Lehrmeister, stimmt, wir sollten Lehrling werden Ich bei weiß einem gar nicht, der warum er sich so aufregt. Handwerksberufmeister, um in die Von obere mir Stadt erfährt zu keiner kommen. was. Und das schauen wir uns jetzt mal an, ob wir da einen finden können, der uns Wir können nur aufnimmt. abwarten. Wir waren ja schon beim Bogenmacher und jetzt schauen wir uns mal die anderen Ist das Leute an, wirklich wahr? die hier noch in der Stadt umherlaufen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So, hatten wir, glaube ich, Ich wundere schon mich wieder über so gar nichts eine mehr. Leute. Hier ist Torben. Ich Hey, weiß du! langsam nicht mehr, was Ah, ich ein glaube. neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinnis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Komme wegen Gritta. Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Greta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Das stimmt. Schauen wir uns das gleich mal an. Aber vorher reden wir noch mit ihm. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Das ist klar, so ein sehr gläubiger Mensch, aber zu Vatras müssen wir sowieso. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Noch nicht. Dann weiß ich nicht, warum du mich noch einmal fragst. Du kennst meine Bedingung. Ja. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Ich doch. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist er? Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wird sich das jemals ändern? Es war genauso. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her.
Boah. Nein, das ist doch lange bekannt. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wo hast du das denn? Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Ich verstehe. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Wollen wir noch tun, wenn wir erstmal schauen, was mit der... Das könnte ja schon auch noch gut. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos. Geht's nur wieder um Jagd und Beute, die Tiere und das Fell abziehen können. Das ist mir bewusst. Und? Und das Meer gab das Land frei. Das hat Gritter. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritter. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Wo ist das Geld? Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Ich glaube dir aber nicht. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Tja, ging noch einfacher als gedacht, das Gold zu besorgen. Wir müssen mal gleich mal in die Hand drücken und dann wird er uns hier, sobald uns die anderen Handwerkmeister zustimmen, auch in die obere Stadt lassen. Huch. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Super. Jetzt weiter. Mal schauen. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Nicht runter in die Hafenstadt, wo wir da runterlaufen, machen wir kurz einen Speicherstand. Dann ist es immer besser, einmal zu viel zu speichern in dem Spiel als zu wenig. Und dann geht's auf die Hafenstadt. Ins Hafenviertel. Wer ist er? Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Ja. Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Hat er was zu verschenken? Hast du was zu verschenken? Nein. Aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Oh, Werbung hier. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab es eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln.
Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Sicher, aber das waren sie bestimmt nicht. Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ja klar, und ich wollte gerade aufs Schiff und mich zu meiner Audienz beim König bringen lassen. Leute wie du und ich kommen nicht mehr ins obere Viertel, seit die Paladine da sind. Bist du Bürger dieser Stadt? Wenn du meinst, ob ich hier wohne, ja. Aber ins obere Viertel lassen sie mich deswegen noch lange nicht. Mich nur die feinen Pinkel oder die Händler und Handwerker aus der Unterstadt kommen da noch rein. Die Leute aus dem Hafenviertel haben in Korinis nicht viel zu melden. Hier gibt's noch nicht mal eine regelmäßige Milizpatrouille. Sonst noch was? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze... Sie das waren noch klar, schon. Dass... Dann weiter. Gratis Gold abholen. Kluges Kerlchen. Kluges Kerlchen. Hinter ihm irgendwo. Schauen wir uns doch mal hier an. Mäh, ihr Schaf. Hier steht Alvin. Mit Liedlache. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Kümmern wir uns. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut, wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Müssen wir ihm wohl eins auf den Sack geben. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Ganze 25 Goldmünzen. Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Was machen die Schafe? Und? Was machen die Schafe? Das Gehämmer von Fellan macht sie noch verrückt. Irgendwann werden sie völlig durchdrehen. Dann fressen sie dich auf. Und? Was machen die Schafe? Das Gehämmer von Fellan macht sie noch verrückt. Das wissen wir schon. Irgendwann werden sie völlig durchdrehen. Drücke ich eigentlich jedes zweimal auf den Dialog. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens. Ich dachte, Lucy wäre sein Schaf. Was gibt's Neues? Ich frage mich, was die Paladine eigentlich hier wollen. Sie haben das Rathaus, die Kaserne und den Hafen besetzt, aber bis jetzt noch nichts unternommen. Wenn sie wegen der Orks oder der Banditen hier wären, hätten sie schon längst was unternommen. Es muss einen anderen Grund geben. Was sind die interessantesten Orte hier in Korinis? Vielleicht solltest du das besser einen Mann fragen. Wenn dir nach Unterhaltung ist, solltest du dich am Hafen umsehen. Aber wenn es dir darum geht, etwas zu kaufen, geh zum Marktplatz am Osttor oder in die Unterstadt. Was wir tun? Ist irgendwas Interessantes? Nein. Warte jetzt. Oh, was ist denn hier los? Was machst du hier? Das hier ist mein Zuhause. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Und zwar genau hier. Hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Wer wohnt da? Du wohnst hinterm Lagerhaus? Ist nur vorübergehend. Wenn man so viel Geld hat wie ich, kann man sich ebenso einen Luxus leisten. Ich war Ausbilder bei der Armee, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Jetzt bin ich hier in diesem Dreckskaff gelandet. Meine letzten 100 Goldstücke sind bei den Stadttorwachen draufgegangen. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Tja, dann hast du doch nicht so viel Geld. Kannst du mich ausbilden?
Wenn du wirklich kämpfen lernen willst, dann tritt gegen mich an. Die Lektion ist ganz umsonst. Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach. Alle normalen Waffen sind erlaubt. Keine Bögen oder Armbrüste und keine Magie. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden zu Boden geht. Und sobald einer flach liegt, wird aufgehört. Klar? Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Wenn du also abhaust, gewinne ich. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst du 100 zurück. Wenn nicht, nun ja, dann ist dein Geld futsch. Alles kapiert? Klar. Klar. Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Was weißt du über den Krieg mit den Orks? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der Krieg dauert schon zu lange. Die Landbevölkerung hungert. Überall gibt es Bauernaufstände, die vom König erbarmungslos unterdrückt werden. Aber es sind einfach zu viele. Wenn der Krieg nicht bald endet, wird das Reich auseinanderbrechen. Speichern wir vor und versuchen den Kampf. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Von Korinis. So, bevor auf wir unser ausdrückliche Glück Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Unser Leben voll. Und jetzt wollen wir versuchen, ob wir ihn besiegen können. Oder vielleicht noch eine andere Waffe auswählen. Versuchen wir es mal mit dem Messer. So, mal gucken, ob das was wird. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Hier. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Er haut uns mit zwei Schlägen um. Wir haben uns vielleicht einen Kratzer gemacht. Ich hab nicht. Unmöglich. Wenn das Ganze unmöglich ist, lassen wir es auch erstmal dabei. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Uns fehlen definitiv Ausrüstung und Leben. Oh, das ist ein kleines Standbild. Jetzt geht's weiter. Bürger, Bürger, ich habe bestimmt nichts Besonderes zu sagen. Was ist der denn? Ah, Bella, der hey. Haushämmer. Warum hämmerst du? Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Hör einfach auf. Hör einfach auf zu hämmern, okay? Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, okay? Nein. Hör auf zu hämmern, oder ich brech dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmer ich mal ein bisschen auf dir rum. So, nach dem Speichern wollen wir jetzt mal versuchen, Fellern zu besiegen. Mal schauen, ob das funktioniert. Mein Gott. Na komm, wenn du dich traust. Jetzt läuft er um die Ecke der Haus. Mach ihn fertig! Wo ist er denn hin? Komm her. Zeig's ihm! Na, was läuft denn hier um die Ecke? Zeig's ihm! Mach ihn fertig! Geht doch. Mal gucken, was er alles dabei hat. Nichts zu holen. Ich muss noch ein Schwert mitnehmen. Na? Nichts zu plündern. Steh wieder auf. Tot bist du noch lange nicht. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat.
Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, 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 nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Wird schon nicht. Moment, wir nehmen unsere Goldstücke von ihm und er hat seine Ruhe. Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Endlich mal ein netter Typ. So. Da die Sonne gerade untergeht, wir unseren ersten Kampf endlich gewonnen haben und nicht so eine miese Pleite wieder vorne bei der Hafenschlägerei haben, wird definitiv noch Schatten werden, aber momentan Ausrüstung nicht zu machen ist. Ich schaue uns mal das Schwert an, was er uns gerade geklopft hat. Oh, das kann man sogar tragen. Vielleicht versuchen wir es damit später nochmal. Aber wir machen jetzt einen Break und sehen uns dann wieder im nächsten Teil. Ich hoffe, die Qualität ist, wie gesagt, jetzt besser, nachdem ich das mit Fraps render, beziehungsweise aufnehme und dann selbst render. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Teil, im sechsten Teil vom Gothic Let's Play Teil. Bis dahin.